So, hallo Leute, willkommen zu meinem Final Fantasy 12 Sonnenschwert Part. Ich habe schon angekündigt, dass ich das jetzt nicht ewig zeigen werde, wo ich die ganzen Items für dieses Sonnenschwert habe oder herbekomme. Und so habe ich mit meinem lieben Freund, den Zockerslaxi, den kennt ihr wahrscheinlich auch, eine schon etwas populärerer Let's Player. Habe ich mich mal ein wenig mit ihm unterhalten, da er ja ein Let's Play Final Fantasy 12 Part neben mir hier führt. Und zwar, ihr könnt das mal sehen, Part 127. Ich werde diesen Link hier noch unten in die Beschreibung packen. Und ich werde es ganz gleich machen. Warum ich es nicht selber mache, ist, weil erstens, ich habe nicht ewig viel Zeit. Ja. Ich habe auch noch viel zu tun. Und zweitens, er macht das einfach so gut, wie ich mir denke, man kann es einfach nicht besser machen. Wieso sollte man es zweimal auf YouTube hochladen? Habe ich einfach mal wieder ein bisschen mit ihm geschrieben, mit dem Alten hier, mit der alten Socke. Und er hat mir natürlich erlaubt, dass ich für ihn ein bisschen Werbung mache. Und ich werde es genauso wie mal, also könnt auch noch ihr könnt das auch noch als mein Video sozusagen sehen. Nein, ich glaube es jetzt nicht. Auf jeden Fall ein super Video. Ich kann nur sagen, Hammer Erklärung. Ihr seht doch, warte mal, hier zum Beispiel, hier seht ihr immer, was ihr klauen müsst und wo ihr das am besten klauen könnt. Das wird euch, der liebe Zockerslaxi alles sagen. Und er sagt sogar noch mehrere Fundorte, nicht nur die beste, sondern falls ihr einen bestimmten Exot schon umgebracht habt, könnt ihr natürlich noch eine kleine Ausweichmöglichkeit nehmen. Und das erklärt einfach super. Nochmal großes Lob an meinen Lieben. Und da würde ich sagen, ich werde erstmal so ein paar Sachen sammeln und werde dann auch immer diese kleinen Schnitte, sobald ich fertig bin mit diesem Item, werde ich dann das und diesen Part zeigen, werde alles zusammenschneiden und ganz am Ende. Was? Nein, ich will keine Verbesserung haben. Nein. Werde ich auf jeden Fall das Sonnenschwert dann als Handelsware kaufen und das werde ich gleich alles in einen Part packen. Ich werde das jetzt nicht ewig lang machen, ewig viele Parts, sondern einfach in einen. Also schaut dieses Video an, 45 Minuten. Und wir sehen uns dann, wenn wir zum Beispiel ganz am Anfang, wo haben wir es denn hier? Mit der Rotlegierung anfangen müssen, hier. Wir Genau. Ist hier gleich in der Zerobi-Steppe. Könnt ihr anfangen, schaut das Video an, wo ihr das bekommt und wir sehen uns dann wieder. Bis dann! So, hallo Leute! Willkommen zurück hier bei Final Fantasy 12. Ja, stimmt, ich hatte ja eigentlich ein Vorwort hier. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier wieder. Und ich habe noch was zu verkünden, was wir eigentlich schon am Anfang alles haben. Und zwar, warte, eine Sekunde. Wir haben ja durch die ganzen Mob-Jagds und die Belohnungen von Mont Blanc hier ein Nitril, eine Angeli-Seele und einen Serpentarius bekommen. Und zwar erspart uns das ziemlich viel Zeit. Ein Drittel unserer Zeit, um genau zu sein, weil wir ja schon mal eins von allen drei haben. Von allen brauchen wir eins, drei. Und was ich jetzt schon gefarmt habe, ist diese Rotlegierung. Und ein Seelentau haben wir schon mal von dieser Todessense bekommen. Und dieses Damaskusstahl habe ich ganz glücklich im Richtfeuer bekommen. Rotlegierung habe ich von diesem Aspidokeron. Genau. Und was ich mir als nächstes holen werde, ist jetzt das Damaskusstahl. Da würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, sobald ich das geholt habe. Oder? Jawohl. Dann bis gleich. Leute, ich habe jetzt hier das Stück Damaskusstahl erwischt. Und zwar hier von diesem Emot, der erscheint nämlich zu 40% hier in der Zerubel-Steppe. Und wir werden ihn auch gleich noch schreddern, weil das ist nämlich ein Exot, der uns das hinterlässt. Scheiße, was hier? Gambit mal nicht.
mal einfach kurz umändern und dann schreddern wir den. Der hat eh nur 30.000. Und der bekommen wir nämlich ein Signum. Dann müssen wir das Ding nicht extra noch holen. Angriff. Wir können bei Friend jetzt eigentlich auch gleich Angriff machen, weil wir das nächste Item, was wir holen werden, müssen wir eh nicht klauen, sondern bekommen. So. Jetzt greifen wir mal an. Machen wir das Ding tot. Babu. Die zwei, also wir haben jetzt insgesamt 4 Damaskusstahl, das können wir nochmal gucken. Hier 4 Damaskusstahl. Das reicht erstmal. 2 Rotlegierungen, 4 Damaskusstahl. Passt. Kaputte Rüstung, was ist das denn? Tun wir da hoch, alle Sachen. Ab Nitri hier gehört zum Sonnenschwert. Und tot. So, das Trauersignum erhalten. Und wir werden jetzt dann erstmal in den verwunschenen Wald gehen und eine der beschissensten Sachen farmen. Und zwar die Hadesflammen. Wenn ich fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, ihr könnt sehen, wir haben jetzt die letzte Hadesflamme erhalten. Schauen kurz ins Inventar. Wir brauchen insgesamt 4. Und die haben wir jetzt geschafft. Und wir haben jetzt eigentlich schon die ganzen Zutaten. Warte, Segeltau können wir mal wegtun. Damaskusstahl, Rotlegierung und Hadesflamme für die 2 restlichen Nitrils. Und jetzt als nächstes brauchen wir Angeliseel. Dafür haben wir ebenfalls schon eine. Und als erste Zutat, damit wir eine Angeliseele herstellen, brauchen wir Arasringe. Und die werde ich mal eben farmen. Bis gleich. So, hallo. So, hier haben wir unseren letzten Arasring von Victor erhalten. Warum ich hier gleich herschalte, ist, wir werden ihn auch gleich ausschalten. Heißt, wir werden kurz einmal hier Gambit wechseln. Sagen wir mal hier Barsch. Kurz mal auf Angriff. Und dann werden wir mal ein bisschen schreddern. Wir haben halt alles geschafft. Ach, der klaut ja immer noch. Genau, da war ja was. So, Angriff. Den Bard müssen wir auch noch ausschalten. Ja, kann ich kurz zeigen. Unsere 4 Adelsringe, die wir brauchen. Genau, 4. Die haben wir jetzt schon mal safe. Sehr gut. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen können wir ihn ausschalten, damit wir ein Signum bekommen. Ja, doch, er fetzt schon rein, aber er ist gleich tot. Ja, er haut schon ab. So, das war's. Und wir halten das Huf-Signum. Sehr gut, sehr gut. Genau, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt Seelenpuder farmen. Bis gleich. So Leute, das mit der Dose Seelenpuder haben wir jetzt noch angeschafft. Hier ist Wallace. Und da ist ebenfalls wieder ein Exotis, der zum Jagdring gehört. Werden wir ihn ebenfalls gleich hier den Garros machen. Die Dose Seelenpuder reicht uns. Denn wir haben ja schon mal eine von Ishtam bekommen. Jetzt haben wir 2 Seelenpuder und die reichen uns. Damit wir, was waren das, Angeliseele 2 herstellen können. Gut, sehr gut. Wie gesagt, wir haben die Dose jetzt, werden wir ihn kurz killen. Gegner, TP, 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 TP. Mal kurz angegriffen bei Barsch ebenso. Und dann dürften wir eigentlich ziemlich gleich klein kriegen. So stark ist der jetzt auch nicht. Der hat auch nicht wirklich viel. Ich weiß auch nicht, der hat glaube ich 60.000 so um den Dreh rum. So. Genug Schaden machen wir ja. Jetzt kommen noch ein paar. Oh, blind. Oh, wie. Naja. Was soll's. Ein Schlag noch und dann ist er Geschichte. Ah, falsch. Was du machen? Greifst du nicht an? Bam. So, das Orkus-Signum. Sehr gut. Und dann greifen wir noch kurz den hier an. Sehr gut. Uns fehlen jetzt eigentlich nicht mehr viele. Wir haben jetzt hier 2 große Arkanen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo genau. Wir haben eine gekriegt für unseren Jagddrang, glaube ich. Und eine
für das, dass wir. Nein, nicht. Doch, Jagdrang. Ja, doch. Und eine dafür, dass wir alle Ispa gefangen haben, beziehungsweise besiegt. Und wir bräuchten jetzt noch eine dritte. Und die besorgt man sich aus Seelentau. 10 normale Arkanen. Davon haben wir eh 99. Und die dritte Zutat weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall machen wir das eh später, wenn wir dann das Sonnenschwert überhaupt herstellen. So, was wir als nächstes farmen. Hier haben wir jetzt Schlangenauge. Das brauchen wir ebenfalls. Und wir brauchen Schlangen heute. Und die gehen wir als nächstes farmen. Und zwar ganz leicht in der Gießerebene. Bis dann. Leute, kleine Unterbrechung. Geh erstmal keine Schlangen heute farmen. Sondern, ich muss jetzt ein bisschen warten, bis wieder Trockenzeit im Gießer ist. Problem. Auf jeden Fall, die dritte Zutat für eine große Arcana ist ein Geisterstein. Wenn ihr noch keine habt, dann könnt ihr die ganz easy von diesen Elementaren hier droppen. Also nicht droppen, sondern klauen. Feuerelementar, hier zum Beispiel in den Mosphora-Bergen, taucht auf. Wenn es sonnig ist, hier einfach mal zwischen den Ostweste Damaskus herumlatschen und wieder herkommen. Und hier, oh. Da müssen wir schnell ändern. Das ist ein mittlerer Klau. Also könnt ihr relativ schnell klauen. Sofern ihr den nicht umbringt. Okay. Feuermagnet klaut bis jetzt. Könnt ihr eigentlich ganz leicht beklauen. Wenn jetzt dann. Ich weiß nicht, man kann glaube ich immer nur eins klauen, oder? Pro Ding. Also auf jeden Fall hier, wenn ihr mal einen Geisterstein braucht, könnt ihr nochmal hin und her latschen. Ich hoffe, das bleibt sonnig. Und dann versucht ihr mal einen Geisterstein zu sammeln. Und wir sehen uns dann, ihr seid dann wirklich bei den Schlangen heute. Bis gleich. So Leute, nun ist es endlich soweit. Ihr seht schon, wir haben hier die letzte Schlangenhaut erhalten. Perfekt. Wir schauen uns das hier nochmal im Inventar an. Jetzt dürft ihr wirklich alle Zutaten für das Sonnenschwert parat haben. Diese Schlangenaugen hier, wie ihr sicher auch im Video gesehen habt, woher ihr die herbekommt, woher ich sie habe, die haben wir automatisch schon von der Jagd auf nach dem König, Behemoth, haben wir eh schon die ganzen Basilisken geschrottet. Da haben sich die ein bisschen zusammengetummelt und wir haben perfekt 4 Schlangenaugen, die uns dann letztendlich perfekt reichen. Und ich habe schon mal alle richtig, alle Sachen, die wir gedroppt haben, richtig aufgetürmt. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt zum nächstbesten Händler schleppen und uns dort dann das Sonnenschwert schmieden. Oh, ich freue mich schon so. Geilo. Das ist endlich mal so ein verdienter Sieg nach ewig langem Schuften. Heftig geil. So. Aber es laggt noch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Das muss ich noch ein bisschen besser hinkriegen. Es laggt ein bisschen. Das regt mich auf. Oh, Mann. Naja. Wir werden uns jetzt, keine Ahnung. Ich würde sagen, ins Dorf Eld porten. Da ist nämlich da gleich der Verkäufer nebenan. Das Sonnenschwert ist eine sehr kostspielige Sache. Also, wenn ihr 700.000 habt, dann dürfte das relativ knapp sein. Also 700.000 Gil ist mindestens drin, die wir ausgeben müssen. Für das gute Ding. Und zwar ist es da auch relativ gut, wenn ihr jetzt schon König Behemoth geschottet habt. Denn, warum? Ja, wenn ihr nämlich Geldmangel habt, könnt ihr nämlich die Mission abholen. Ich werde das jetzt im nächsten Part machen. Ich werde jetzt hier das Sonnenschwert dann holen. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich die Quest abgeben. Der war doch in Dallens Haus, war das? Auf jeden Fall. Ab zu Dallens Haus
Und da ist der Typ drin gehockt. Und den werden wir jetzt erstmal fett abkassieren. Leck, leck, leck doch nicht so rum. Du dummes Stück, du dummes Stück, du dummes Stück. Hör auf zu lecken, du dummes Stück. So, der Typ sitzt hier. Kokumin. Bezogen? Du meinst König Behemoth? So ist es also wahr. Ein solches Monster wandelte wirklich auf Ivalice und du hast es besiegt. Bisher verschwieg ich es, doch war der sanftmütige Genosse ein guter Freund von mir, der an jedem Tag aufbrach, um eben dieses Monster zu finden. Ich sah ihn nie wieder. Damit sein Tod nicht umsonst wäre, musste ich die Wahrheit um das Lied und das legendäre Monster in Erfahrung bringen. Nun kann mein Freund in Frieden ruhen. Viel kann ich dir nicht geben und mein Dank lässt sich mit irdischen Worten nicht ausdrücken. Ja genau, 52 Gil und 2 Bacchus-Tropfen. Wollt mich doch komplett verarschen. Alter. Ja, Zügel Ernzorn kann ich jetzt schon mal sagen. Und zwar könnt ihr jetzt euch noch mehr Geld holen. Das war jetzt nämlich nicht die einzigste Belohnung, wenn ihr... Das können wir auch nochmal kommen, die bringen wir jetzt zu Ende, wenn wir jetzt eh schon hier sind. Und dann können wir einmal kurz fliegen. So, einmal nach Bir Omisales ist nämlich unser Flugziel. Hier. Perfekt. Und dann müssen wir nämlich zu einem Drachenfelsen. Wir dürfen, glaube ich, keine Waffe ausgerüstet haben. Entweder keine Waffe oder sollen wir schon mal alles ablegen? Ja, komm, tu einfach mal alles unbewaffnet. Und dann gehen wir mal dahin. Ich habe es eigentlich gar nicht mit eingeplant, dass wir hier noch jetzt kurz die Mission zu Ende bringen, aber das ist ja auch kein Problem. So, ihr seht schon, das hier sieht ein bisschen aus wie so ein Drache hier mit dem Horn. So, und wir werden hier mal diese Anmerkung anklicken. Drachenfels. Eine steinerne Drachenschnauze steht hier vor, als warte sie nur darauf, geschlagen zu werden. Ja, jetzt mal angreifen. So, und schon zurück. Mega Kick. Heruntergefallene Gegenstände. So, 500.000 Gil und die ENA-Route. Na, das hört sich doch schon mal 10.000 mal besser an als die andere Belohnung. Jetzt haben wir schon richtig Geld und ich glaube, das ist eine ziemlich coole Route. Ich glaube, das ist sogar die beste Route, die man im Spiel haben kann. Ach, Franziska haben wir auch noch ewig oft. Aber jetzt, na, eigentlich können wir es hier gleich hier machen, weil hier haben wir ja auch einen Händler. Und dann werde ich gleich mal speichern. Ehrlich gesagt, war die Suche nach den Zutaten für das Sonnenschwert relativ kurz, wie ich fand, weil wir, wenn ihr bis zu diesem Spielstand, also zu dieser Spielweite, ich spreche jetzt einfach mal drüber, das gemacht habt, ja, und so viel alle Items, alle Mobs besiegt habt, da spart ihr euch so viel Zeit beim fürs Farmen, weil ihr so viele Items bekommt. Und deswegen kann ich euch nur raten, macht so weit wie ich. Zwar bringt das Sonnenschwert dann nicht mehr arg so gut, aber was soll's. So, fahrender Händler. Und zwar ist es so, dass wenn ihr... So, legen wir uns mal hin. Dass wenn ihr... wir brauchen jetzt nur noch hier... Ach, da unten war's. Zwei große Arkanen. Falls ihr drei braucht, könnt ihr noch eine herstellen. Und zwar geht das, indem ihr, hier habe ich schon vorbereitet, eben 10 Arkanen. So, 10 Arkanen. Dann hier einen Seelentau. Und einen Geisterstein verkauft. So, es erscheint ein neues, neue Handelsware. So, was war denn das eigentlich? Scheiße, wir haben noch viel zu viel. Lebensstein, das war das, glaube ich. Kaufen wir mal ein und ihr bekommt eine große Arcana. Genau, das wär's, falls ihr eben diese Arcana braucht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal ans, ganz am Anfang ans Nethril hier ran. Hier haben wir's. Und zwar dafür haben wir hier die Rotlegierung, die Hadesflamme und Damaskusstahl. Und es ist ganz wichtig, ihr dürft nicht alles auf einmal verkaufen, also keine zwei jetzt auf einmal, sondern immer nur
die Menge für eine Item. Heißt, eine Rotlegierung, zwei Hadesflammen und zwei Damaskusstahl. Und dann drückt ihr zurück und ihr habt sie in der Handelsware. Das ist hier in diesem Fall das Edelmetall. So, und wir bekommen ein Nitril. Das sind schon zwei. Und dann kümmern wir uns gleich um das zweite. Das ist einfach den Rest verkaufen. Also eine Rotlegierung, die zwei Hadesflammen und das Damaskusstahl. Und es erscheint noch eine. Das ist eine der wenigen Handelswaren, die öfters erscheint als einmal. So, Nitril. Dann können wir Nitril schon mal abhaken. Ach, das waren die Waffen. Fuck. Können wir Nitril schon mal abhaken. Wir haben es dreimal. Jetzt wird es noch die Angeli-Seele und das Serpentarius. Dafür haben wir natürlich auch gesorgt. Und um eine Angeli-Seele herzustellen, brauchen wir, wie gesagt, zwei Ares-Ringe. Ein Seelenpuder. So. Und jetzt passt mal auf. Wir haben ja eigentlich nur drei große Arkanen. Wir brauchen aber eigentlich zwei für die Angeli-Seele und zwei für Serpentarius. Da brauchen wir die das große Arkana auch noch. Und deswegen machen wir einfach beides auf einmal. Heißt, wir sparen uns dadurch die Hälfte der großen Arkanen. Also, eine große Arkana noch. Und jetzt noch vier Schlangen heute. Und zwei Schlangenaugen. So. Jetzt haben wir ein Sortiment, was einmal aus einem Serpentinstein und einem aus einem Entitätsstein Entitätsstein besteht. Serpentinstein kann nichts anderes sein als das Serpentarius, genau. Und das der Entitätsstein. So, Angeli-Seele, ihr seht, das ist relativ teuer, deswegen habe ich gesagt, holt euch die Behemoth-Quest. Und wir machen das ganz gleiche einfach nochmal. Zwei Ardesringe, das eine Seelenpuder, eine große Arkana, vier Schlangen heute und ganz zum Schluss Schlangenauge. Und es ist vollbracht. Hier haben wir es nochmal. Einkaufen, oh weh. Ich werde schon wieder unterbrochen von Windows. Super, Serpentarius und Entitätsstein. Badabam. So Leute, ach fuck. Da haben wir es nun zusammen. Angeli-Seele, Nitril, Serpentarius. Jetzt ist es nun soweit, jetzt könnt ihr nun alle drei verkaufen. Jawollo. Also, einmal hier die Angeli-Seele, einmal hier die drei Nitril und einmal die drei Serpentarius. Doom! Handelsware wurde aufgestockt und ihr seht, die Sonnenblume, ja, auch unter dem Namen hier in der Handelsware bekannt, 600.000 kostet das schöne Stück, deswegen braucht ihr auch so viel Geld, also nehmt euch den Rat mit dem König Behemoth zu Herzen. Eine wunderschöne Sonnenblume ziert die Klinge, wie eine Sonne am strahlend blauen Himmel, erfreut auch dieser Gegenstand die jedes Gemüts. So, wir werden es natürlich kaufen. Das Sonnenschwert! Fett, Leute. Richtig fett. Dann schauen wir uns das mal im Ding an. Und ihr seht schon 140. Das ist so eine Mega-Waffe. Heftig. Das ist das zweitstärkste Waffe im ganzen Spiel. Von der Attacke jetzt her. Und das Ding haut rein. Das sage ich euch. Ja. Hab mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso wie soll ich das jetzt sagen, hier motiviert, das Sonnenschwert zu holen. Ihr habt es gesehen, schaut noch bei Zockerslaxi vorbei, nochmal schönen herzlichen Dank für diesen hübschen Guide. Ich habe es genauso gemacht, habe es auch mit ihm abgesprochen, wie schon gesagt am Anfang, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Wer weiß, lasst euch überraschen, was wir dann machen. Ich sage euch schon mal im Voraus, da wird's abgehen. Bis dann, Leute, euer Marcel.